Zwei Kreisligisten stehen unter den besten 8 Mannschaften in ganz Hamburg. Was wie ein Weihnachtsmärchen klingt, ist aber pure Realität. Der TSV Seester Mühe Marsch und die Spielvereinigung Billstedt-Horn stehen im Viertelfinale des RZ-Pokals. Wie das passieren konnte, erzählt uns heute im Elbkick-TV-Talk Billehorns Trainer Patrick Hoffmann. Moin Patrick, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Wir hätten auch gern dein Seester Mühe Pendant hier sitzen gehabt. Andreas Hemerling wäre auch gern gekommen. Er ist leider verhindert. Ich soll dir aber von ihm ausrichten, richtig gute und starke Leistung. Wir schließen uns dann natürlich an. Erzähl uns doch mal, wie kann das sein? Wie konnte es passieren, dass zwei Kreisligisten und auch dein Team so weit gekommen sind? Ja, Mahlzeit erstmal. Freue mich, dass ich die Einladung bekommen habe. Schade, dass er nicht da ist. Aber zu meiner Mannschaft. Wir haben einen guten Tag gehabt und TuS Berne kam, weiß ich nicht, noch nicht richtig ins Spiel. Wir haben das auch nicht zugelassen, weil wir die Räume eng gemacht haben. Wir haben ein klassisches 4-2-3-1 gespielt mit einer Spitze, einer hängenden, die auch die Räume schön eng und zugemacht haben. Und ja, und über 90 Minuten glaube ich schon, dass wir auch verdient gewonnen haben. Wir haben uns auch gerade erste Halbzeit, die erste halbe Stunde, haben wir zwei, drei gute Möglichkeiten liegen gelassen, wo man eigentlich ja, schon 2-0 hätte führen können, obwohl TuS Berne auch ein, zwei gute Chancen gehabt hat. Ja, und dann ist es eben so, wie es als Underdog ist, gehst rein in die zweite Halbzeit. Beide Verteidiger, Innenverteidiger stehen nicht gut und die spielen im Strafraum einen Querpass und so wie es eben so ist, als Bezirksligist, dann nutze die Chance auch aus und das haben die auch gemacht zum 0-1 und ja, und dann war natürlich eine kleine Zeit, wo man erstmal wieder sich finden musste, aber wir sind dann doch ganz gut wieder in zweiter Halbzeit ins Spiel gekommen und haben dann nachher auch noch das 1-1, 2-1 und 3-1 dann gemacht, was glaube ich auch verdient war. Also. In den Runden zuvor habt ihr ambitionierte Bezirksligisten rausgehauen und mit Voran O habt ihr sogar einen Landesligisten aus dem Pokal gekegelt. Was erstaunlich ist, ihr musstet dreimal in die Extra-Time gehen, also in die Verlängerung oder sogar ins Elfmeterschießen. Dein Team scheint den anderen konditionell wirklich überlegen zu sein. Lässt du sie so viel laufen im Training? Ja, das ist eine gute Frage. Ich lebe zwar die alten Prinzipien vor auch, was diese Dinge angeht, aber ich bin der Meinung auch, dass ich die ganz gut verbinde mit der neuen Methodik auch und dem neuen Spielsystem. Und bin auch schon ein bisschen länger auch im Trainergeschäft da. Und nee, ich würd sagen, nee, ist nicht so. Wir gibt zwar gewisse Grundeinheiten, die immer sein müssen, aber bei mir läuft alles viel mit Ball ab und Spaß. Aber wenn diese Faktoren zutreffen, dann laufen oder bewegen die Spieler sich auch doch mehr. Und ich muss auch sagen, ich habe auch eine relativ junge Truppe, wo die Trainingsbeteiligung auch ziemlich hoch ist. Und wenn diese Dinge greifen, dann ist natürlich auch klar, dass diese zweite Luft dann auch immer vorhanden ist. Und wir haben es in beiden Spielen, ob es jetzt gegen Burnson war, was ja nachher auch noch ins Elfmeterschießen gegangen ist, haben wir uns selber bestraft in hinsichtlich der Sache, dass wir unsere Chancen, die wir in den 90 Minuten gehabt haben, einfach fahrlässig liegen lassen haben. Und ja, und dann muss man eben nochmal in extra Zeit gehen. Aber das haben wir ganz gut, und da bin ich auch ganz stolz auf die Mannschaft, das haben wir ganz gut gemeistert, also in beiden Spielen. Und gegen Ohe war natürlich, war das i-Pünktchen, wo wir dann auch nochmal die letzten 30 Minuten in der Verlängerung mit einem Mann weniger, mit 10 Mann praktisch, dagegen halten mussten. Und das hat die Mannschaft echt, echt gut gemacht auch. Also, top, also muss ich schon sagen. Du hast auch gerade gesagt, du lässt viel mit dem Ball auch machen. Das sieht man auch, dein Team spielt wirklich guten Fußball. Hast du das Gefühl, dass die Kreisliga insgesamt, also über alle Mannschaften weg, besser geworden ist oder besser ist als in den letzten Jahren, dass einfach die Mannschaften besser sind als in den Jahren zuvor? Boah, das würde ich jetzt nicht so behaupten. Also ich war ja auch eineinhalb Saison da bei Oststeinbeck in der Kreisliga 3 vertreten als Trainer. Und ich habe immer gedacht, dass die Kreisliga 3 die stärkste Staffel ist. Sind natürlich jetzt in den letzten 2 Jahren natürlich auch die Top-Mannschaften sind ja auch aufgestiegen. Aber die Kreisliga 4 ist auch schon stark, auch dies Jahr stark mit Tondorf, mit Störtebeker. Juventude spielt eine gute Saison, haben die jetzt gespielt, gute Hinserie. Cordi ist auch noch da, die auch eine sehr junge Truppe hat.
Und ja, ist schon relativ schwierig. Also, und wenn man dann gewisse Prinzipien nicht einhält, auch was ich eben verlange, auch von der Truppe, dass sie sich anständig vorbereitet. Aber wen will man das übernehmen? Also beim Kader von 20, 21, ich habe ein, zwei noch, die ein bisschen 25, 27 sind. Aber das ist natürlich klar, dass die dann vorher nochmal wegziehen, der eine andere, und das dann vielleicht denken, so dass man das mit der linken Pobacke macht. Ne? Aber die Realität zeigt immer wieder, das klappt nicht, und man muss sich schon, wenn man ein gewisses Ziel hat, und das haben wir, muss man sich auch anständig vorbereiten. Dass die Kreisliga insgesamt aufgeholt hat, auch wenn Patrick gerade meint, es wäre nicht so, zeugt aber davon, dass jetzt zwei Kreisligisten wirklich im Viertelfinale stehen. Dass ein Kreisligist so weit gekommen ist, ist schon fast 10 Jahre her. Damals Komet Blankenese 2005, 2006 ist dann auch in der Runde gescheitert. Aber dass zwei Teams so weit gekommen sind, das haben meine Recherchen irgendwie nicht ergeben. Wenn jemand weiß, wann das war, kann er sich gerne bei uns melden, per E-Mail an redaktion@appkicktv oder bei Facebook einfach gerne was posten. Also ihr merkt schon, dass es ein historischer Erfolg ist, den ihr da erreicht habt. Habt ihr auch im Verein das Gefühl, dass alle Leute das so wahrnehmen, dass auch die Spieler das Gefühl haben, ja, wir haben wirklich jetzt schon was erreicht? Ja, auf alle Fälle. Also die Leute, die drumherum sind, um das Team praktisch, ob es unser Fußballabteilungsleiter ist, der Arne Witt, der auch noch relativ jung ist, der spielt ja auch in der zweiten Mannschaft, oder auch unser Fußballobmann, der Jos Liebrecht. Also man merkt das schon auch. Also, und ich glaube auch schon, dass der Verein stolz ist auf die Truppe, auf gerade das, was schon erreicht worden ist, das Viertelfinale. Und ja, das ist aber so, der eine oder andere weiß, glaube ich, noch nicht, was er jetzt schon in seinen jungen Jahren praktisch erreicht hat, in Anführungsstrichen erreicht eben. Und da muss man sehen eben, was jetzt praktisch in der Rückrunde, was da noch passiert. Ne? Ihr wart in den Pokalrunden immer der Underdog gegen die Teams. Ja. Jetzt seid ihr so weit gekommen. Spürt die Mannschaft jetzt einen gewissen Druck, auch noch weiter zu kommen zu wollen? Oder seid ihr immer noch, habt ihr das Gefühl, ja, wir sind der Underdog, wir brauchen uns gar keinen Druck zu machen? Oder hat sich das ein bisschen verändert jetzt? Nee, also ich bin der Meinung, also Druck ist gar nicht da, weil wenn man als Kreisligist schon ins Viertelfinale kommt, soweit soll man die restlichen Spiele oder der Gegner, der jetzt auf uns zutreffen wird bei der Auslosung, muss man Spaß haben. Natürlich wieder volle Kante geben, das muss auch sein, aber ich glaube nicht, dass da Druck ist. Also können ja frei aufspielen, also hat da keiner was zu verlieren. Also wenn wir das in der ersten Runde gegen Eschelburg, da haben wir die erste Runde bestritten, auch über die volle Distanz von 120 Minuten praktisch in der Verlängerung. Wenn man da rausfliegt, ist wahrscheinlich der Druck größer als jetzt im Viertelfinale. Also daher glaube ich nicht, dass da ein gewisser Druck da ist. Wir stehen ja kurz vor der Weihnachtszeit so, und natürlich hat man da immer Wünsche. Wenn ich dich jetzt fragen würde, welchen Gegner wünschst du dir da unter Weihnachtsbaum? Wer wäre das denn? Ja, das ist auch wieder eine gute Frage. Wie in den vorigen Spielen auch, hat man mich auch gefragt, ja, welchen Gegner wünscht ihr denn gerne? Lieber den anderen Kreisligisten oder lieber einen von oben? Was passiert, wenn von oben, dann hast du vielleicht volle Hütte, und gegen die anderen hast du vielleicht nicht so volle Hütte. Also wir können das eh nicht beeinflussen. Und daher ist es mir eigentlich recht, wer kommt. Also die Spieler müssen das wuppen, und daher, ja, schauen wir mal, sag ich mal, was so die Zukunft oder das Weihnachtsgeschenk, ich weiß nicht genau, wann die Auslosung ist, ich glaube im Januar oder so, und da müssen wir dann mal gucken, was für ein, vielleicht ein Kultgegner, BU, wenn sie soweit kommen, oder Vicky vielleicht, oder vielleicht auch unseren anderen Kreisligist-Gegner, und ja, schauen wir mal. Ne? Die größte Sensation wäre natürlich, wenn die Bellehorn es letztlich sogar ins Finale schaffen würde. Traust du das denn deiner Mannschaft zu? Könnt ihr es soweit packen? Ja, intern wird ja schon auch vom Finale gesprochen. Also als Spaß hat man ja immer so, und haben gesagt, ja, wenn wir wollen wir auch schon ins Endspiel kommen. Wir sind ja schon so weit gekommen, aber ich sage, Jungs, bleibt immer auf dem Teppich ein bisschen von Spiel zu Spiel, und ich wünsche mir einfach, das ist eben das Traurige auch an TuS Berne jetzt, vom Spiel jetzt her, muss ich ja den Lukas Heder auswechseln. Er hat sich in der 44. Minute wieder an sein Knie verletzt, in Meniskus ist gerissen. Und da nochmal toi 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 für die OP.
Und ich wünsche mir einfach, dass wir in der Rückrunde, das hatten wir letztes Jahr, das Problem, dass uns einige Leistungsträger einfach verletzungsbedingt ausgefallen sind. Und ich hoffe, dass wir eine verletzungsfreie Rückserie für die Spieler haben und dann ja, mit einem Erfolg vielleicht im Pokal und in der Liga am Ende der Saison ganz oben stehen. Alles klar, wir danken dir auf jeden Fall, dass du heute da warst. Wir wünschen dir sehr viel Erfolg, auch deinem verletzten Spieler gute Besserung. Es gibt natürlich für dich auch ein Geschenk, passenderweise auch in Braun für eure Teamfarben, Braun-Weiß ja. auch. Patrick, vielen Dank, dass du da warst. Machst dir eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Kann ich noch was zum Schluss loswerden, weil du auch gerade dieses Braune, vielleicht ein kleiner Aufruf, wer eine junge, talentierte Truppe unterstützen möchte, dadurch, dass wir nicht in der eigentlichen Tracht Braun-Weiß spielen, ist ein bisschen rar. Also hier nochmal ein Aufruf vielleicht an Sponsoren, die uns gerne unterstützen möchten, damit wir wieder in unserer Tracht Braun-Weiß spielen können. Ruf mich an oder über Elbkick TV, das wäre echt top. Das wäre noch so ein Abschlussjahreswunsch, um auch ein bisschen der Truppe was wiederzugeben, um vielleicht auch die alten Dinge, die die Spielvereinigung Bischithorn damals auch groß gemacht hat in Braun-Weiß, vielleicht wiederzugeben. Dankeschön. Klasse, sehr gut. Vielen Dank, dass du da warst. Danke. Also liebe Sponsoren und Gönner, ihr habt es gehört, meldet euch bei uns oder bei Patrick. Vielleicht seid ihr der Sponsor, der im Pokalfinale auf den Trikots von Billehorn prangt. Liebe Zuschauer, das war der letzte Talk für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Jahr wieder eifrig dabei. Ich bedanke mich im Namen des ganzen Teams bei euch für eure Unterstützung. Es war ein sehr gutes Jahr für uns und ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr auch wieder alle mit dabei. Vielen Dank und bis ins nächste Jahr.